Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OneX TV. Heute geht es um eine Sportart, Discgolfen. Ich nehme an, Sie haben jetzt ein bisschen die Nase gerümpft. Was ist das? Da habe ich den Präsidenten Heinz Löy eingeladen bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Heinz. Du bist heute bei mir zu Gast und erzählst uns ein bisschen vom Walkabout Langenthal. Das ist ein Verein, wo du dabei bist und Präsident bist. Aber bevor ich aufs Thema komme, um was es wirklich geht in diesem Sport, könntest du dir noch schnell kurz vorstellen, Heinz? Ja, das mache ich gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier kommen durfte. Und guten Abend, liebe Zuschauer. Wer ich bin? Erstens Rentner, glücklicher Rentner. Und früher war ich Mechaniker. Aber heute ein grosser Teil von meinem Leben, eben Discgolf. Das ist mir sehr wichtig geworden. Gut, wir haben jetzt gerade erwähnt, du bist in Rente, da hast du natürlich noch viel Zeit für die Sportart. Wie lange gibt es diesen Club schon? Der Club, ich weiß nicht einmal genau das Gründungsjahr, aber wichtig ist, wenn das in Langenthal angefangen hat. Mhm. Nämlich dann, wo die Porzellanfabrik 100 Jahre alt geworden ist. Aha. Ah, dann ist ein Macho, ein Urgestein vom Discgolf in der Schweiz, und hat in Langenthal das erste Turnier veranstaltet. Und meine Frau hat mir gesagt, beim Morgenessen, wir waren draussen, du, hier bei diesen komischen Körben, in Turnhallen aus, da geht etwas heute. Dann habe ich gesagt, das hat mich schon lange interessiert, was dort los ist. Und wir sind spontan fertig gemacht mit dem Mörgel und sind raus. Wir haben Scheiben in die Finger bekommen, wir haben Jungerübcht bekommen, uns ist der Kiffel runter und wir haben unser erstes Turnier gespielt. Also du hast gar nicht gewusst, was für eine Sportart das sich hier handelt. Nein. Wir sehen auf dem Tisch, hast du etwas mitgenommen, dass man sich ein Bild machen kann. Es geht ja um Frisbee in einen Korb zu werfen, gell? Ist das richtig? Richtig, es geht um Frisbee. Bevor wir in die Details gehen, wie bist du auf den Geschmack gekommen? Hast du gedacht, ab dann hat es dir irgendwo reingenommen? Ich glaube, das muss ein bisschen Prägung und in den Genen liegen. Mhm. Ich habe mich früher immer für die Fliegerei interessiert. Das ist das kleinste und das einfachste Flugzeug, das es gibt. Mhm. Ich habe auch in einer von den vier Käsegruben, wo ich drin aufgewachsen bin, habe ich Steine geschossen. Ich habe probiert, Ziel zu treffen. Ich habe probiert, über das Wasser zu schiffern. Und ich habe geschaut, wie weit das ich mache. Das war schon als Kind eine sehr starke Beschäftigung, die ich mit anderen Jugendlichen gemacht habe im Hart. Und später kam das Interesse an Golf. Systemgolf. Ich habe sehr viel PDG-Golf geschaut, im Fernsehen. Mit meiner Frau zusammen sehr viel Golf geschaut. Mhm. Weil die Frau hat auch Interesse an Golf. Mhm. Darum sind wir auch auf Oberburg ein bisschen schnuppern. Mhm. Aber Golf ist für uns einfach eine Kategorie zu teuer. Mhm. Das ist für uns nicht mehr in Frage gekommen, schon jetzt als Rentner nicht mehr. Mhm. Ich bin ja dann, als ich es gelernt habe, 2006, war ich schon Rentner. Gut, wo wir die Frisbee in die Finger nehmen und wir können Golf spielen mit diesen Dingen und ich sehe, was hier abläuft, was hier geht in der Luft mit diesen Dingen, da sind wir gepackt, und zwar beide zusammen. Weil es gibt einen Spruch, der ist sehr gut. Wenn ein Bauer träumt, dann träumt sie sich eine Scheibe. Okay. Scheiben fliegt viel schöner. Gut. Das darf man ja auch nicht an einem Fußballer sagen. Du, wird das auch ein bisschen verglichen mit dem Boomerang? Kommt der auch zurück beim Werfen? Wenn das einmal bei starkem Wind passiert, dann ärgern wir uns masslos. Also nein, bitte nicht. Die sollen ja nie zurückkommen. Könnte auch noch gefährlich sondern sein. Sondern möglichst weit und nahe fliegen. Mhm. Jetzt, was ist Kunst beim Discgolfen? Bei diesem Frisbee werfen. Muss man die einfach in einen Korb in einer gewissen Distanz werfen? Oder was ist da das Ziel? Das Ziel ist gleich wie beim Golf. Mhm. Beim Golf sind es möglichst wenig Schläge, bis er im Loch ist, der Ball. Und bei uns ist es möglichst wenig Würfe, bis er im Korb ist, die Scheibe. Und der hat gewonnen? Wo am wenigsten Würfe hat. Am wenigsten Würfe hat. Ja. Wie lange bist du schon in diesem Verein? Seit der Gründung. Wir haben ihn selber gegründet. Mhm. Wir haben zuerst
Trainingsgemeinschaft gehabt, ganz offene Trainingsgemeinschaft hier, wo wir einfach spontan getroffen haben zum Spielen. Und später nachher sind wir Mitglied geworden in Walkabout Bern. Und dann ist die Zeit gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt werden wir langsam uns nicht abnabeln vom ältesten Disc Golf Club in Bern, sondern wir möchten einfach ein bisschen auf eigenen Beinen stehen. Ein bisschen selbstständiger werden. Unser eigenes Turnier machen hier in Langenthal. Unsere eigenen Ideen verwirklichen. Das war das Ziel. Ohne zu viel Vereinsmeierei. Das haben wir alle geschochen. Und darum das System, das wir jetzt gewählt haben, mit einer Statutenänderung in Bern, dass wir eine Sektion sind von Walkabout Bern, Walkabout Langenthal. Okay, das klingt sehr gut und ist auch sehr interessant. Jetzt, wie viele Teilnehmer habt ihr in eurem Verein? Wir sind hier in Langenthal sind wir 9 Mitglieder. Die sind auch, wie ich schon gesagt habe, die sind auch Mitglieder in Walkabout Bern. Aber sie bekennen sich zu Langenthal. Interessant ist auch ein Ehepaar. Er ist Amerikaner aus Las Vegas. Tony Ferro und seine Frau, Iris. Sie waren eigentlich nie irgendwie mit Langenthal direkt in Verbindung, sondern nur mit uns. Aber sie wollen Langenthaler sein. Die zwei sind übrigens Weltmeister geworden im Mixed. In Kansas, ich glaube in Kansas City. Also auch im? Im Frisbee. Ja. Im Mixed. Ein Mixed ist ein Double, das eine Frau und ein Mann zusammen spielt. Das Wort sagt es ja schon, Mixed, es ist gemischt. Ja, richtig. Jawohl. Gibt es das bei uns in der Schweiz auch, irgendeine Schweizer Meisterschaft? Ja. Ja. Das gibt's. Trainiert ihr auch viel trainieren auf das oder spielt das euch keine Rolle, wenn ihr das einfach nur aus Verein betreiben, den Sport? Ich habe auch meine eigene Philosophie. Das kommt vielleicht auch ein bisschen von meinem Alter her, von meinem Stand her. Ich bin eigentlich, wir sind in der Schweiz nur zwei Legend. Und wenn nur zwei Legend sind, können wir die Kategorie nicht ausspielen. Das sind übrigens die Ältesten, die über 70 sind. Das sind Legenden. Okay, das sagt ja schon auf dem Englischen. Okay, klingt gut. Dabei bin ich ja einer von der ältesten Junior. Und dort sagt schon, ich habe eigentlich, wenn ich Disc Golf spiele, auch ein Turnier, dann habe ich einen Gegner und einen Haufen Mitspieler. Der Gegner bin ich. Wenn ich mein Trainingsresultat bringe, dann habe ich gut gespielt. Wenn ich noch besser spiele, wenn das Trainingsresultat habe ich sehr gut gespielt. Bringe ich es nicht, dann habe ich halt schlecht gespielt. Jetzt muss man aber erklären, das tönt wirklich nach viel Training. Jetzt, das Training, weißt du, im Winter. Ja. Was macht ihr im Winter? Ich meine, im Sommer ist klar. Spielen. Spielen. Wurde. Oh ja. Das ist eine ganze Jahre Sportart. Im Winter gibt es nur einen Unterschied. Nein, keine weißen Scheiben. Wenn es Schnee hat. Dann nimmt man einfach bunte Scheiben, die man unter dem Schnee auch noch schwach sieht. Aber wir spielen. Unser erstes Turnier von diesem Jahr war am 2. Jänner in Biel. Und das zweite Turnier ist in Langenthal am 16. Februar. Also, wir spielen im Winter Disc Golf. Auch bei Möglichkeit Schnee natürlich. Kann schneien. Ja, es kann alles möglich sein. Einzig bei starken Gewitter machen wir einen Unterbruch, aber es ist nicht. Okay, das ist gut. Also etwas für harte Kerle. Ja. Also ich finde es gut, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch Hallenturnier gibt oder irgendwelche Möglichkeiten im Winter, aber es wird doch für aussen gespielt. Es ist schon Versuche gemacht worden mit Hallenturnier. Wenn irgendwo per Zufall bei einer Turnhalle das Fenster offen war, ist es auch schon jemand, es frisst Bienen. Ah, das ist natürlich. Ach, aber das ist Obi. Da müssen wir fast das Panzer gibt einen Strafschlag. Gut. Man darf nicht in die Halle reinspielen. Gut. Du hast jetzt erwähnt, einen Strafschlag. Das ist jetzt das, was wir ein bisschen vertiefen wollen. Auf was muss man achten, wenn man mitmachen will? Was sind die Eigenschaften von diesen Frisbees? Sind sie leichter? Haben die, die aus Carbon vielleicht sind? Ich weiss es nicht, du kannst mir sagen. Und ich sehe, neben diesen zwei grossen hast du noch ein kleines. Ja. Könntest du das mal aufheben? Man sieht es vielleicht nicht in der Kamera. Ja. Das ist ein ganzes kleines. Das ist ein ganzes kleines. Ist das auch turniertüchtig? Nein. Nein. Ja. Also ist es so,
Interessanterweise haben in Pennsylvania die Amischen Minidisc erfunden. Und die spielen mit diesen Mini, spielen sie Disc auf. Auf kleinen, herzigen Körbchen. Aha, das ausgerechnet bei den Amischen. Okay, die Amerikaner, die alles so gross ist. Hast du das selber auch mal erlebt in Amerika? Bist Nein, schon ich bin nie in Amerika. Ja. Ich bin schon zweimal in die Weltmeisterschaft eingeladen worden. Mhm. Aber finanziell liegt es für mich nicht drin. Ja, man kann es ja auch verfolgen im Fernsehen oder heutzutage mit YouTube und alles, was es gibt, kann man es verfolgen. Jetzt eben kurz so, was eigentlich die Scheiben sind. Grundsätzlich, das Frisbee schnell, das war ursprünglich ein Kuchenblech von einem Beck. Und der Beck hat Frisbee geheissen. Und auf diesem Kuchenblech heisst es Frisbee geheissen. Aha. Und der hat Küchenbacher für Studenten. Und wenn sie Küche gegessen haben, haben sie die Dinger rumgeschossen. Und wenn es einen fast einen Gering gegeben hat, haben sie gebacken Frisbee. Wahnsinn. Also ist der Name entstanden vom Frisbee. Später, interessanterweise, die YM, eine Firma, die der Hula Hoppring produziert hat, denen ihre Kapazität ist plötzlich zurück. Weil sie einfach die Hula Hoppringen vorbei waren. Mhm. Und die haben Frisbee gemacht. Für ihre Bade zum Umschießen. Mhm. Und das war ein Riesenboom. Ja, das... Sie konnten mit dem Frisbee den Hula Hoppring ablösen. Und dann ist später ein schlauer Mann gekommen. Ein Kurliger. Dem sein Asche, als er gestorben ist, ist in Frisbee gegossen worden. Er wollte am liebsten irgend in einem Dach landen, hat er gesagt. Die Frisbee sind versteigert worden. Wahnsinn. Gut, der hat eigentlich das Frisbee erfunden und gemacht, dass man mit Disc Golf spielen kann. Er hat die ersten speziellen Frisbee gemacht, die er anders ausgesehen haben. Das wären jetzt die, die hier sind. Das sind die. Jawohl. Und da gibt es grundsätzlich drei Modelle. Erstens ein schmales Profil, das weit fliegt und schnell fliegt. Das ist der Driver. Gleichname wie beim Golf. Das Weisse, he? Gut. Das ist der hier. Dann zum Annähern, der Approach, der ist schon etwas klobiger. Der fliegt langsamer, der gleitet noch etwas mehr so. Und er ist vor allem präziser. Für in die Nähe vom Korb zu spielen. Und das Ding, das man auch braucht, um einzulochen, das ist der Putter. Habt ihr gemerkt, wir sagen manchmal auch einlochen. Dabei tun wir einkorben. Einkorben, ja. Also mit Patten. Und der muss nachher in die Köttin fliegen. Das ist in dem Fall ähnlich wie beim Golfen. Hat man verschiedene Golfschläger und da hat man einfach verschiedene Frisbee. Richtig, verschiedene Frisbee. Ist das aber auch individuell abgestimmt auf den Spieler selber noch? Kann man das auch selber auswählen? Vor allem Gewicht. Ein Spieler, der nicht so Kraft hat, der braucht eher leichtere. Wir haben dort Ultralight fährt so an, bei etwa 125 Gramm. Und dann gehen sie auf bis 180 Gramm. Und je nachdem haben sie dann auch noch etwas andere Flugeigenschaften. Aber die Flugeigenschaften hängen eben auch mit dem Profil zusammen. Und da kommen wir jetzt ein bisschen in die Physik. Jetzt wird es langsam kompliziert. Ja, ein bisschen. Also, es ist so: ein rotierender Körper, der zum Beispiel im Uhrzeigersinn rotiert, dann sein Schwerpunkt verschiebt sich komisch vorne nach links. Der wird immer eine Linkskurve fliegen. Immer. Aber jetzt kommt beim Frisbee eine andere physikalische Eigenschaft dazu. Das ist eine Tragfläche. Nicht beim Flüger. Wir haben hier oben haben wir einen Unterdruck durch die Windströmung und hier haben wir einen Überdruck. Also es dreht, es fliegt. Aber weil es rotiert, ist die Windgeschwindigkeit auf der linken Seite, wenn wir Backhand schiessen und es im Uhrzeigersinn hat, ist schneller. Die ist höher, fließt hier der Wind durch. Und hier langsamer. Also fliegt zuerst Frisbee nach rechts. Und erst wenn die Rotation abnimmt, geht es zurück auf links. Darum fliegen sie immer einen schönen S. Üblicherweise. Ist das Pflicht, dass man so etwas wissen muss, wenn man zu euch in Verein kommt, für die Backhand. Aber wenn man es weiss, was passiert physikalisch, und man weiss ja Gegenwind, dann weiss ich so, ich muss es überstabil nehmen. Das heisst, eins, das eigentlich
bei Windstille praktisch nur nach links fliegen will. Bei Gegenwind wird das dann zu einem neutralen Fliefspin und fliegt wieder gerade. Umgekehrt, bei Rückenwind muss ich ein anderes einsetzen, ein unstabiles, das eigentlich extrem nach rechts fliegen will. Das fliegt dann bei Rückenwind wieder gerade. Also, wenn ich weiss, was abläuft, physikalisch, dann weiss ich gerade, was ich muss nehmen muss. Man muss ein bisschen mitdenken. Man muss mitdenken. Was tust du jetzt empfehlen? Jetzt schaut jemand daheim, Zuschauer, und ihn lustet jetzt gerade morgen einen Frisbee zu kaufen. Wie tut man einen Frisbee auslesen nach Wahl, wenn man frisch anfängt? Und wie tut man ihn heben? Also, es gibt sogenannte Beginner-Set, wo ein Putter, ein Abrausch und ein Driver in einfacher Ausführung dabei ist. Das sind so Shops. Es gibt einen in der Schweiz, auch über das Internet kauft man das am besten. Was auch Möglichkeit ist, ist über Walkabout Bern, Webseite von Walkabout Bern, findet man auch Frisbee. Man findet so Frisbee, vor allem im Internet. Wir kaufen sie zum Teil in Amerika ein, wenn man Sachen will, die man hier nicht so bekommt. Aber da bist du mit dem Verein natürlich an der Quelle und da kann man dich auch anfragen. Nicht ganz so. Wir kaufen eigentlich selber nicht so hier in Langenthal, sondern das läuft eben über Bern. Also über Bern. Viel besser direkt über Bern, Walkabout Bern, über die Webseite von Walkabout Bern. Ich glaube, dort haben sie sogar einen Shop drin, wo man Frisbee bestellen kann. Ja. Für die Zuschauer, die sich natürlich richtig beißt und, und ein bisschen reizt, mal ein bisschen mitspielen. Wir haben ja auch eine Seite. Ich habe aber gesehen, wenn wir sie jetzt aufsagen oder sogar zeigen, dürfen wir lieber sagen, das hast du mir auch gesagt, über Google. Und zwar Walkabout Langenthal oder Disc Golf Langenthal. Den können wir dir aus erst sagen. Dann kommt die Webseite Walkabout Langenthal, ja. Wenn jetzt jemand Interesse hat, mitzumachen, kann er das über die Webseite oder kann er sich bei dir melden? Auf der Webseite ist eine E-Mail von mir und von meinem Sohn drin. Dort findet man das auf der Webseite. Unsere Telefonnummer ist auch drin. Wenn jemand Interesse hat, dann kann er einfach anrufen. Wir gehen eigentlich wieder zurück von den sogenannten Beginner-Event. Die sind meistens also zum Bläuschen ein bisschen gebraucht worden. Und wir sind älter geworden, die Frau und ich, wir haben die meistens durchgeführt. Viel mehr bringt es, wenn jemand, eine Einzelperson, wirklich Interesse hat, mit uns Kontakt aufnimmt. Und dann können wir uns ganz individuell der Person widmen und sie kann das lernen. Das geht viel besser als in einer Gruppe. Dass sie gerade mit uns mitgeht und wir spielen einfach gerade eine Runde. Also da kann sich melden da, über die Zeit bei euch. Jederzeit, und ganz, darf ich fragen, kostenlos ist das? Ja, auf alle Fälle. Ja, das ist aber das ist der, wenn eine Einzelperson, früher haben wir schon etwas müssen helfen, auch wegen Bern und so, das haben wir so gemacht. Hingegen, wenn jemand sich wirklich Interesse für Disc Golf zeigt und mit uns quasi privat eine Runde kommt und spielt, das kostet nichts. Das ist aber sicher gut. Nicht. Ja, das gelust mich jetzt fast. Das ist fast überrascht. Ja. Was ist das jüngste Mitglied, das ihr habt? Aber wann kann man überhaupt mitmachen? Junioren, ja. Junioren. Nach unten nicht beschränkt. Sicher nicht. Nach unten können jederzeit. Ab 7, 8, sage ich jetzt. Juniorenbeitrag ist schon etwas günstiger. Und da gibt es verschiedene Beitragsmöglichkeiten. Man kann Lizenz oder nicht keine Lizenz lösen, wer auch Swiss Tour spielen. Wobei wir jetzt so langsam zu den Möglichkeiten des Wettkampf kommen. Da ist das Wichtigste daran, an diesen Wettkämpfen ist, dass wir beim Disc Golf von Anfang an, von Amerika her schon drauf geschaut haben, möglichst einfach einsteigen können. Und hier ist den Amerikanern etwas Ähnliches Sinn gekommen wie den Schweizer beim Feldschießen. Wir haben dort das grösste Schützenfest, aber Disc Golfer haben das grösste Disc Golf Turnier. Und zwar anfangs Mai wird weltweit in jedem Land sogenannte Biggest gespielt. Biggest? Biggest. Tun wir das so schnell? Das Größte. Einfach das Biggest. Ja, das Größte. Das Größte Turnier wird da gespielt. Und zwar ist das auf kurze Bahnen. Abgestimmt auf solche, die noch nie eine Scheibe in den Fingern hatten. Und die können hier in der Schweiz, wenn das Biggest ist, auf einen Gurten. Und vom Samstagmorgen bis am Sonntag zu oben eine 5 Liber zahlen
und eine Runde drehen. Und sie werden begleitet, sie bekommen Scheiben zur Verfügung und Profis spielen mit. Weil für uns ist das auch wichtig. Wir wollen dort auch möglichst eine gute Runde spielen. Darf ich dir noch schnell fragen, wie viel ist die Distanz von einem Korb zu einem Spieler? So aus Neugier. Aber ja. Gerade bei dem, sind wir gerade beim Biggest, die sogenannten Kurzbahnen. Mhm. Dort geht es ungefähr zwischen 40 und 60 Meter. So in diesem Bereich. Da muss man aber noch brechen, also so eine Distanz. Nicht einfach. He? Wir wollen nicht gerne gerade Hole-in-One machen. Gut. Nein, wir wollen es nicht übertreiben. Es ist schön, ja. Aber wir haben ja viele Würfe zur Verfügung. Wir können zwei Würfe machen, bis er im Korb ist. Wir können drei Würfe machen, wir können vier oder fünf. Das spielt keine Rolle. Je nach Fähigkeitsgrad macht man einfach Würfe, bis er im Korb ist. Ja, ja, es ist ganz also einfach. Ähnlich wie das Golfen. Ja, einfacher als beim Schutten. Beim Schutten muss einfach das Runde ins Eckige und bei uns um das Runde ins Runde. Hey, wir kommen langsam zum Schluss. Aber du hast mir noch etwas erzählt. Es ist noch eine Tradition oder etwas, was man macht während dem Spielen. Ja. Mit Handschlägen. Ja, wir haben irgendwie immer eine sehr lockere, zufriedene Atmosphäre. Ja, das ist übrigens hat das erste Priorität beim Golf. Spass. Beim Disc-Golf ist Spass das Wichtigste. Mhm. Dass das alle haben. Auch die, die schlecht spielen. Die haben auch alle einen guten Wurf. Okay. Gut. Und dann, bevor wir anfangen, passiert Folgendes. Mir steht die ganze Gruppe, das sind meistens drei oder vier, steht zusammen und jeder macht dem anderen eine gute Runde. Gut. Das wünscht man sich. Das wünscht man sich. Jawohl. So wie man sich nachher vor der letzten Runde auf die gleiche Art ein gutes Letztes wünscht. Die gute letzte Runde. Und danke für die Runde. Das ist der Schluss. Aha. Also, ja. Also das ist so ein Ritual, das man macht. Als ich angefangen habe, Disc Golf zu spielen, ist mir aufgefallen, dass wenn ein Gegner einen super Wurf hat, einen Traumwurf und er geht fast in Korb, da hat man genauso viel Freude. Da johlt man genau gleich, da klatscht man ab, da ist einfach Spass drin. Super. Man hat Freude an jedem guten Wurf. Tipptopp. Und wie wir uns so verabschiedet haben, habe ich dir noch einen ganz guten Tipp. Oben im Gastroelement hat es noch Indoor-Golf-Anlagen. Eventuell packt sie dort oben. Einmal zu schauen. Ja, warum nicht? Wer weiß, gell? Ja. Es ist frei, offen, kann man mal reinschauen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Genau, du hast natürlich. Kann man dort auch Scheiben schiessen? Das überlasse ich dir. Es hat eine Leinwand, das ist ja Indoor. Ah, es schon gehen, ja. Es schon gehen. Ja, das geht Schlitze in die Leinwand. Nein, das müssen wir vermeiden. Heinz, Leu, ich bedanke mich. Und ich würde sagen, die Leute sollen doch auf die Webseite bei euch gehen. Noch einmal für euch Zuschauer daheim. Disc Golf Langenthal oder Walkenbaut Langenthal. Und da kommen sie auf eure Seite. Richtig. Und da können sie sich beim Heinz Leu anmelden. Und er hat Zeit für jeden Einzelnen. So wie er da jetzt das erwähnt hat. Danke noch einmal vielmals. Dir, Heinz, und viel Spass noch jetzt. Auch auf den Frühling, Sommer, der jetzt wird kommen. Mit viel, wo du Zeit verbringst mit dem Discgolfen. Oh, vielen Dank, Giuseppe. Danke vielmals. Danke. Und euch, liebe Zuschauer daheim, haben Sie noch einen schönen Abend auf Schweiz 5. Und ich erlaube mir jetzt hier etwas. Darf ich jetzt? Oh ja. Gut. Schalten Sie wieder ein, OneX TV.